Hi. Also wir haben spontan entschlossen, dass wir ein paar Tage ins Blaue fahren. Wohin genau, wissen wir noch gar nicht. Da müssen wir uns selber überraschen lassen. Aber wenn wir jetzt so unseren Gustl einräumen wollten, haben wir festgestellt, er braucht eine frische Kur. Er ist total verdreckt. Dann ist der Autowäscher beauftragt worden, an die Waschstraße zu fahren, um den Gustl zu waschen. Stimmt's? Jawohl. Und das machen wir jetzt. Dann schauen wir jetzt, dass wir den ganzen Winterdreck wieder wegbekommen. Helle außen, Ursi natürlich innen. Also los geht's. Ja. Wie ihr seht, er hat es ganz schön nötig. So, jetzt fängt Helle gleich an mit Spritze. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Sonst bin ich nämlich auch gleich voll. Der Gustl hat extrem viele Ecken und Rillen. Schon etwas mühsam, geht gar nicht so leicht von der Hand. Zum Glück ist es ziemlich klein. So werde ich doch recht schnell fertig sein. Und Helle, fertig? Jetzt kannst du beginnen. Jetzt müssen wir erst mal schauen, was sagt denn der Gustl dazu? Ich denke, der ist glücklich. Irgendeine Stelle bleibt immer übrig. Aber ich denke, Gustl wird jetzt zufrieden sein. Guten Morgen. Unser Gustl ist sauber und wir haben uns auf den Weg gemacht. Und lassen wir den Laster vorbei, okay? Guten Morgen. Also, und wir wollten ja ins Blaue fahren. Und wo sind wir gelandet? In Scheidegg. Der Himmel ist blau, wir haben Glück, die Sonne scheint. Die Wärme haben wir gesucht, den Schnee haben wir gefunden. Ja, es ist noch etwas sehr kalt, wir haben gerade 4 Grad. Also, aber es soll ja wärmer werden heute. Und nicht nur das, sondern wir haben auch noch eine Fahrradtour vor, die erste Fahrradtour 2018. Ja, und das bei der 4 Grad. Also ich freue mich schon riesig drauf. Weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat, dass du gehaucht hast? Ja, vielleicht, ja. Also es ist noch etwas frisch, aber es soll ja werden und die Sonne scheint und es wärmt ja jetzt schon auf jeden Fall. Genau. Und hier den Parkstätten beschreiben wir später, weil die Entsorgungsstation wird gerade von niemand anders benutzt. Aber einen Schwenk kann ich ja mal so über den Platz machen. Man steht hier für 13,50 Euro am Kurhaus. Das sind ungefähr 2 Kilometer vom Skywalk weg. Und die 13,50 ist Entsorgung, Versorgung, Müll, also mit einem großen Müllbehälter.
und auch Strom dabei. Allerdings der Strom nur bei 1 kW. Wir wollten nämlich heute ein bisschen warm machen mit dem Strom. Da habe ich auf 2 kW die alte Heizung eingestellt und da ist die Sicherung rausgeflogen. Also 1 kW ist okay und damit kriegt man bei minus 1 Grad das Auto nicht warm. Deswegen muss man damit Gas nachheizen. Ja, auf jeden Fall. Mir ist es zu kalt. Nee, es war ja aber dann warm mit Gas. Ja, ja, nachher war es warm, kuschelig warm. So ist es. Also, schön hier, ruhig gestanden. Und jetzt holen wir die Fahrradl raus und dann geht's los. Ja, und mal schauen, wie der Tag heute wird. Genau. Bestimmt schön. Aber wir erleben das. Genau. Und wir berichten. Ja. So, hier haben wir die Entsorgungseinheit mit der Ursi. Gut, dass es das gibt. Leider nicht immer auf alle Plätze. Gut. Bei 13,50 kann man das erwarten. Ja. Okay. Schon hier. Echt toll. Es ist, obwohl es nur 4 Grad anzeigt, fühlt es sich gar nicht so kalt an. Herrlich. Thank you.
So, für die faulen Säcke gibt es einen Lift. Das ist genau richtig für mich. Helle fährt, ich lauf lieber. So, ich gehe jetzt hier hinauf. Ich nehme es jetzt in Angriff. Baumwipfelfahrt in Scheidegg im Allgäu. Ich gehe die ganzen Stufen hoch. Ganz schön anstrengend. Weiter geht's. Ganz schön windig da oben. Ah, wunderbare Aussicht. So, das ist Wangen im Allgäu. Und hier ist der Bodensee. Also am Feiertag ist es nicht empfehlenswert, der Skywalk. Der ist sehr schön, aber sehr viele Menschen. Heute ist Karfreitag. Da sollte man am Wochentag hingehen, wenn man schon Rentner ist. Gell, was Sie? Und das ist doch keine Saison, Helmut. Jetzt warte mal ab, bis es Saison ist, was dann hier voll ist. Naja, schön ist auf jeden Fall. Genau. Gut, wir machen weiter. So sieht es zumindest in den Baumwipfeln sind. Ja, sehr schön. Und ich habe festgestellt, meine Kondition ist eine Katastrophe. Es wird Zeit, dass ich wieder etwas tue. Ich muss ja schnaufen wie eine alte Dampflok. Dann mach mal. Ja, es wackelt. Schön. Angenehm. Und die Sonne scheint. Herrlich. Gleich viel wärmer. Richtig schön angenehm. Sehr schön ist es hier. Und die Gazelle für Sie. So, ganz schön abenteuerlich. Ja, da muss man durch, wenn man auf den Baumwipfelpfad geht. Macht die Ursi? Die stehen da oben. Sehr spannend, sehr schön.
schlecht, das Ganze. Dann kann ich mal nach meiner Aussicht schauen. Ja, geschafft. Da kommt die Ossi. Weiter geht's. Oh, das ist ja grauenhaft. Oh. Da braucht man schon Mut in die Technik. Es kann nichts passieren, es kann nichts passieren. Es ist nichts passiert. Oder sie? Fahrt mal nach vorne. Ich komme. Das ist mein nächstes. Und weiter geht's. Es kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Und nochmal. Dann haben wir es geschafft. Dann kommt nur noch die Rutsche. Ah. Natürlich. Okay, dann gut rutschen und viel Spaß. Oder passt gar nicht rein? Also ich bin nicht gerutscht. Die Ossi war mir jetzt vergebens. Aber das war mir dann doch zu steil. Ich bin immer in der Opa. Ich muss kein Held mehr sein. Ich bin ein Feigling. Ah ja, okay. Bist ja auch schon Opa. Ja, oder? Eben. Was ist? Schau mal, da ist was für dich. Klasse, ein Barfußpfad. Den laufe ich doch so gerne, aber leider geht das nicht. Schaut mal, alles voll Schnee. Schön war's, Helle, oder? Jo.
Also ich finde, es lohnt sich und gerade auch für Familie mit Kindern. Es ist ein sehr schöner Spielplatz dabei und viel Natur. Ideal zum Wohnmobilstellplatz gelegen, nur die Anfahrt, wenn noch Schnee liegt, nicht empfehlenswert. Ja, mit dem Fahrrad im Schnee haben wir ja auch nicht gerechnet, dass jetzt noch so viel Schnee liegt. Ja. Aber jetzt auf der Einfahrt fahren wir auf der Straße. Genau, dann ist es leichter. Also das Smartphone ist schon eine tolle Sache, aber mit der Uhr ist es manchmal sehr schwierig. Süchtig? Nein, habe nur gerade ein Bild weitergeleitet. Süchtig unter uns gesagt. Nein, ich habe nur ein Bild weitergeleitet. Und faule Ausreden hat sie auch noch. Und wo ist die Uhr schon wieder? Braucht schon wieder. Immer hinten dran. Zu den Wasserfällen, ja? Ja. So, sind wir bei den Scheidiger Wasserfällen. Die schauen wir uns jetzt an. Ja, genau. Das machen wir jetzt. Wenn wir schon da sind, machen wir es auch. Machen wir es auch, genau. Also, zack. So, das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Und vor allem muss man wieder laufen. Schnell wieder weg. Sehr was für die Ussi. Ussi, das ist was für dich. Wieso? Was ist das? Schau am Boden. Ja, klasse. Kein Problem. Helle, alles klar? Alles klar. Packen wir es wieder. Ja, geht's zurück. Hast du den ersten Gang drin?
habe ich. Ich bike hin oder her. Boah, das hat schon gezogen. Also, wir sind hier in Scheidegg, 600 bis 1000 Meter über Normal Null. Und es ist die Sonnenterrasse über dem Bodensee. Und es ist sehr schön hier. Und was ich jetzt heute festgestellt habe, ist, dass das der sonnigste Ort Deutschlands ist. Es steht dann klein 2011 dahinter. Also 2011 war er der sonnigste Ort Deutschlands. Ich kenne drei Städte, die sich sonnigste Städte Deutschlands nennen. Das ist einmal natürlich Konstanz, das ist aber auch Freiburg und es ist Mannheim. Und ab heute kenne ich noch eine Stadt dazu und das ist Scheidegg. Es ist ein sonniger Ort, aber kein ruhiger Ort, deswegen habe ich jetzt dieses Mikrofon genommen. So, mein Ussi lächelt mich schon wieder an und deswegen packe ich jetzt zusammen und dann fahren wir zum Wohnmobil.